Seit 7 Tagen ist der Club im Trainingslager in Natschaps und seit jetzt fast 3 Wochen ist Jan Dschamara bei uns beim 1. FC Nürnberg. Wir haben uns vorher darauf verständigt, Jumbo, dass wir Jumbo sagen, beziehungsweise ich zu dir Jumbo sagen darf. Die allererste Frage, die vielleicht wichtigste Frage vorab, heute im Abschlusstraining bist du umgeknickt. Wie geht's dir? Ist es was Schlimmeres oder reine Vorsichtsmaßnahme, wie es so schön heißt? Ja, ich würde eher davon ausgehen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Im ersten Moment hatte ich schon einen kleinen Schreck, weil ich beim Pressschlag leicht weggeknickt bin. Aber es fühlt sich jetzt schon gar nicht so schlimm an. Und ja, wir schauen jetzt, wir werden später nochmal behandeln oder die Physios werden mich nochmal behandeln. Dann gehe ich auch nochmal ins Becken, dass ich den Fuß so ein bisschen bewege und dann hoffen wir, dass es morgen geht. Also im allerschlimmsten Fall würde ich sagen, dass ich eventuell morgen nicht spielen könnte, aber im Laufe der Woche auf jeden Fall wieder trainieren könnte. Aber ich habe noch die Hoffnung, morgen spielen zu können. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, hoffen natürlich, dass du da spielen kannst. Ich habe es gerade schon erwähnt, seit ein paar Tagen seid ihr hier im Trainingslager in Südtirol. Wie ist dein Eindruck? Wie gefällt es dir? Wie ist vielleicht auch das Miteinander mit den Teamkollegen, mit den Neuen? Ja, erstmal ist hier sehr, sehr schön hier in Südtirol. Ich bin auch das erste Mal jetzt hier in Südtirol. Ja, die Berge hier um uns herum, wirklich ein schöner Ausblick auch von unserem Hotelzimmer aus. Ja, wir haben bestes Wetter, schönes Wetter, es ist richtig warm, die Sonne scheint. Und klar, mit den Kollegen macht es auch Spaß. Also ich habe es schon mal gesagt, ja, der Einstieg war für uns Neue, glaube ich, sehr, sehr leicht, weil es wirklich eine entspannte und nette Mannschaft ist und auch total offen und auch den Neuzugängen gegenüber sehr offen. Und deshalb, ja, bisher fühle ich mich sehr, sehr wohl. Hat dich dein ehemaliger und jetziger auch wieder Teamkollege Manuel Winzer mal davon überzeugen müssen? Der hat ja ein bisschen vor dir unterschrieben hier beim Club. Oder wie kam es eigentlich zustande, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt den Schritt und komme jetzt in den Süden und wechsle zum 1. FC Nürnberg? Ja, also nachdem es den ersten Kontakt zum Club gab, habe ich natürlich dann auch mit dem Winzi gesprochen, weil es ja schon feststand, dass er zum Club wechselt. Und dann hatten wir während des Urlaubs auch hin und wieder mal Kontakt. Er hat mir dann auch schon die ein oder andere Nachricht geschrieben, mich das ein oder andere Mal auch angerufen. Und ich würde auch sagen, dass es dann irgendwann auch schon ein bisschen nervig war im Urlaub. Aber er hat auf jeden Fall alles dafür gegeben, dass ich dann auch zum Club komme. Und ja, ich hatte aber auch dadurch, dass ich Dieter Hecking und Tobi Schweinsteiger kenne und auch mit Robert Klaus das ein oder andere Mal gesprochen habe, eigentlich ein gutes Gefühl. Und deshalb habe ich dann mich auch dafür entschieden, zum Club zu wechseln nach Nürnberg. Wie ist denn so dein Eindruck von der Mannschaft generell, gerade im Trainingslager? Ihr habt viele intensive Einheiten auf dem Platz gehabt, Umschaltspiel, Torchancen kreieren, all sowas stand auf dem Programm. Aber abseits des Rasens ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass zum Beispiel die Neuen integriert werden, aber auch generell die Mannschaft sich findet. Wie funktioniert das aus deiner Sicht? Wie läuft es? Ja, ich finde, dass die Mischung passt. Also während des Trainings sind alle total konzentriert und fokussiert. Aber sobald wir dann den Trainingsplatz verlassen, ist dann direkt diese lockere Stimmung da. Es werden viele Witze gemacht, wir lachen viel zusammen. Ich glaube, sowas ist dann auch immer wichtig, vor allem in der Vorbereitung, wenn man den einen oder anderen Neuen in der Mannschaft hat, um sich einfach schnell und besser kennenzulernen. Ja, deshalb würde ich sagen, dass für sowas halt auch das Trainingslager sehr, sehr wichtig ist. Und wir, glaube ich, das Trainingslager auch sehr gut genutzt haben, um uns besser kennenzulernen. Ein bisschen Teambuilding war auch dabei, Aktivität auf dem Wasser, wie war es für dich, wie hast du es empfunden? Das erste Mal oder hast du es schon mal gemacht? Es war das erste Mal für mich gestern, ja, schon eine neue Erfahrung, hat aber doch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ein oder andere Mal waren wir dann auch im Wasser, es war schon sehr, sehr kalt, aber doch, war spaßig, war lustig. Jetzt ist es ja als Neuer immer schwierig, quasi direkt reinzugehen und zu sagen, ich will unbedingt spielen, ich habe diese und diese Ansprüche, aber du bist jetzt mit 27 auch schon eher der Erfahrene in diesem doch dann jüngeren Team. Wie definierst du grundsätzlich deine Rolle? Mit welchem Anspruch an dich selber bist du vielleicht auch hierher gekommen? Ja, erstmal ist mein Anspruch, mich zu verbessern. Also ich glaube, ich habe noch Verbesserungspotenzial. So. Ich bin noch nicht am Ende angekommen und ja, für mich ist einfach wichtig, alles aus mir rauszuholen. So, ich will besser werden, deshalb bin ich auch hergekommen, weil ich das Gefühl habe, dass der Verein auch das Potenzial in mir auch sieht und wir zusammen daran arbeiten möchten, das Beste aus mir rauszuholen. Und dann will ich einfach sehen, wo die Reise hingehen kann. So, ich will mir nicht nach der Karriere vorwerfen müssen, nicht alles gegeben zu haben. Und deshalb ist einfach so mein Ziel für die nächsten Wochen und Monate, ja, so gut es geht zu trainieren, so gut es geht zu performen in den Spielen. Du hast es gerade angesprochen, du möchtest quasi nicht dir vorwerfen lassen oder dir selber vorwerfen, dass du nicht alles gegeben hast. Ist das so auch so ein Ansatz, eine Motivation, wo du selber sagst, ich will auch mit 27 in diesem Fall jetzt mich immer weiter steigern? Gibt es da irgendwie eine Erklärung für dich? Ist das deine Eigenmotivation? Kommt das irgendwie von außen? Oder wie kommt das zustande, dass du sagst, ich möchte mich immer weiter steigern? Nö, das ist einfach meine Eigenmotivation. Also ich möchte einfach ja, wissen, wo die Reise hingehen kann. So, ich glaube, dass ich noch nicht am Ende angekommen bin. Und deshalb bin ich auch ein Stück weit neugierig darauf zu sehen,
was noch möglich ist, was ich erreichen kann. Und ja, das Beste erreicht man halt nur, indem man alles gibt. So. Und deshalb, mehr jetzt, das kann ich auch nicht machen. Und deshalb ist das einfach so die Neugierde zu sehen, was passieren kann, was möglich ist. Wie würdest du dich denn generell als Spielertypen bezeichnen? Auf was kann man sich denn bei dir freuen? Oder umgekehrt, worauf können sich deine Mitspieler vielleicht auch bei dir verlassen? Ja, ich würde sagen, dass ich lieber den Ball habe, als den Ball hinterher renne. Ja, ich mag es einfach, den Ball am Fuß zu haben. Ich glaube, ich habe eine gewisse Ruhe am Ball. Ja, ich glaube, ich habe gutes Tempo. Ich bin jetzt nicht der Langsamste, würde ich sagen. Und sonst, ja, ich habe natürlich auch die eine oder andere Sache, die ich noch verbessern kann. Aber wenn ich so über ein, zwei Dinge sprechen darf, die ich gar nicht mal so schlecht mache, glaube ich, dann ist es so Ruhe am Ball und das Tempo. Das ist ja vielleicht in der jungen Mannschaft, in der Konstellation auch gar nicht so verkehrt, wenn man auch mal so einen Ruhepol hinten drin hat, der vielleicht auch mal das Tempo beispielsweise verschleppt oder eben anzieht. Ja, ich glaube, davon haben wir aber auch noch den einen oder anderen weiteren Spieler. Ja, ich glaube, also was ich so in den ersten Wochen gespürt habe oder jetzt gesehen habe, ist, dass wir viele Spieler haben, die den Ball haben wollen, die aktiv den Ball auch fordern. Und ich glaube, sowas tut dann einer Mannschaft immer gut und vor allem auch den Jungs oder uns Jungs in der letzten Kette, sprich den Verteidigern, wenn man davor auch dann Spieler hat, die den Ball unbedingt haben wollen, um dann auch mal Ruhe ins Spiel zu bringen und so ein bisschen Kontrolle zu gewinnen. Und da haben wir schon den einen oder anderen und das freut mich auf jeden Fall sehr, das tut uns gut. Jetzt hast du gesagt, du möchtest selber wissen, wo die Reise noch hingeht, deshalb gibst du alles jeden Tag quasi. Was hast du denn vielleicht für ein, nicht aber Ziel, aber vielleicht einen Wunsch oder einen Traum, den du vielleicht verfolgst? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich möchte unbedingt im Idealfall oder ich würde liebend gerne das und das mal erreicht haben in meiner Karriere? Ja, bei meinem Ex-Verein ging es ja auch immer darum, dann anzugreifen Richtung erste Liga und aufzusteigen. Und das, klar ist das immer noch mein Traum. Ich habe leider bisher es nicht geschafft, in der ersten Liga zu spielen. Und ja, das ist schon noch ein großes Ziel von mir, ein Traum von mir, mal in der ersten Liga mal zu spielen. Dann lass uns zum Abschluss noch kurz darüber sprechen, wie man sich vorstellen muss, was du so abseits des Rasens machst. Wie verbringst du deine Zeit, wenn du mal nicht trainieren musst oder kein Spiel ansteht, wenn du mal wirklich Zeit zum Durchschnaufen hast? Ja, ich verbringe sehr gerne Zeit mit der Familie, mit meiner Frau, aber auch gerne mit meinen Freunden. Ja, das ist was, was ich sehr, 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 sehr gern mache und die Zeit genieße ich dann auch immer extrem. Ja, meine Kumpels sind jetzt leider nicht so direkt um die Ecke. Das heißt, man muss das schon immer gut planen, dass sie dann mal für ein Wochenende vorbeikommen. Aber wenn sie dann da sind, dann genieße ich die Zeit einfach mit denen. Dann, ja, in Hamburg sind wir dann mal Paddel spielen gegangen oder Kart fahren oder einfach mal zu Hause im Garten sitzen und grillen. So, das ist das, was ich sehr, sehr gern mache. Oder ja, auch einfach mal telefonieren mit meinen Leuten. Aber natürlich auch zocken gehört auch irgendwo für mich dazu. Und, ja, einfach mit den Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, so. Und glaubst du, der Wechsel von der Metropole Hamburg ins vermeintlich beschaubare Franken nach Nürnberg wird dir gut gelingen? Ich glaube schon. Ich habe schon ein bisschen was gesehen von der Stadt, noch nicht so viel, aber so klein ist Nürnberg ja jetzt auch nicht. Deshalb, also ich freue mich da noch mehr von der Stadt zu sehen und alle, mit denen ich gesprochen habe, die schon mal in Nürnberg gespielt haben oder gelebt haben, haben nur Positives über die Stadt berichtet. Deshalb freue ich mich auf das, was kommt. Dann sagen wir vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gute Gerne. Besserung natürlich, dass du schnellstmöglich wieder komplett fit bist. Danke. Und herzlich willkommen in Nürnberg und viel Spaß quasi in deiner neuen Heimat. Dankeschön. Danke.